Norm, Norm, Norm. Damit guten Morgen und willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Wir haben uns jetzt ein bisschen ausgeruht, sind ziemlich durstig. Man erwacht ja nicht mitten in der Nacht, wenn man Durst hat. Das machen nur alte Menschen. Genau. Deswegen holen wir das mal kurz nach, trinken noch einen Schluck und wir könnten auf jeden Fall noch was essen. Was zerfällt denn hier als nächstes? Kalt. Hier, essen wir doch mal. Ist kalt, aber das passt. Das kriegen wir hin. Vielleicht gleich noch irgendwas. Müsli-Riegel. Kommen die einfach nur als Nachtisch, als kleines Dessert noch hinterher. Gut, dann sehen unsere Werten ganz gut aus. Aber draußen hört es sich nach ziemlich Sturmwarnungen an. Man sieht leider nichts. Es ist alles zugefroren. Tja. Untersucht haben wir hier alles. Würde ich sagen. Bleibt ja nur noch, dass wir raus in die Kälte zurückkehren. Wir sind ursprünglich aus dieser Tür hier gekommen. Ich hoffe, es ist kein Wolf da draußen. Sagte sie und wurde gegessen. Boah. Ein Wolf vielleicht nicht, aber ziemliches Mistwetter. Das kann man doch knicken. Da kann man doch nicht rumlaufen. Wisst ihr was? Dann basteln wir gerade noch mal ganz kurz ein bisschen. Einfach nur, bis dieser scheiß Wind aufhört. Was reparieren wir uns denn noch? Hier haben wir noch einen Dosenöffner. Die Sturmlaterne. Einfache Stiefel. Leder. Komm, die reparieren wir auch noch. Wir haben jetzt genug Stoffzeugs da. So. Das Sturm ist immer noch draußen zu hören. Ich frage mich, wie lange der geht. Ich hoffe ja, dass der bald aufhört. Alles sehr gut schon repariert, wenn es bei 90% anfragt. Ich meine Güte. Haben wir fast komplette Sachen jetzt wieder. Stunden sind rum. Es ist immer noch stürmisch. Aber wir haben kaum noch was zu reparieren. Machen wir doch einfach mal weiter. Es ist um 7. Es dauert immer nur wenige Minuten gerade. Die einfachen Dinge. Downjacke. Gucken, wie lange die geht. Auch nur ein paar Minuten, okay. Ah, dann haben wir das wohl fertig, ehe der Wind aufgehört hat. Na super. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll. Reparieren wir auch noch. Dann haben wir, glaube ich, alles durch. Alles wieder auf 100%. Alles ganz schnieke und fein. Mit Touchrod können wir auch reparieren. Aber nicht mit dem Nähset. Ja, dazu brauchen wir noch was anderes. Nicht mit dem Nähset. Okay. Ansonsten haben wir nichts mehr. Tja. Und dieser Sturm windet immer noch. Hier haben wir nichts vergessen. Da können wir nichts anmachen. Tja. Ich überlege gerade, ob wir uns einfach... Unser Zustand ist 100. Ich glaube, wir legen uns noch mal eine Stunde hin. Das ist zwar jetzt sehr kurz hintereinander, aber... Boah, vielleicht hat dann wenigstens dieser blöde Sturm aufgehört. Komm schon. Ja, ich glaube, er hat aufgehört. Wir trinken mal ganz kurz was und dann... Echt jetzt? Es fängt ein nächster Sturm an. Aber vielleicht ist es schon weniger geworden. Wir gucken einfach mal nach. Einfach mal nachgucken. Vielleicht waren das so die letzten Züge und jetzt ist Schluss. Kurz mal umgucken. Wolfi kommt dort auf die Nähe zu. Hier ist aber soweit kein Wolf. Nur dort hinten. Hier können wir nichts machen. Da können wir nicht rein. Da auch nicht. Da laufen wir mal dort entlang. So, mal kurz Streckensprint hier hin. Oh, noch ein Haus. Oh, bin begeistert. Und da hinten noch eins. Oh, gut. Das sieht ja gut aus. Dann können wir doch ein bisschen mehr durchsuchen. Und ich kann ja gleich mal gucken, ob hier wirklich überall ein Kamin drin stand und ich einfach nur zu behindert war, es zu sehen. Aber ich hoffe mal, ich irre mich. Das wäre sonst sehr peinlich. Okay. Okay. Peinlich. So. Hier ist wenigstens schön still. Der Wind hat aufgehört. Oh, wie angenehm.
Ich bin froh, dass es hier nichts wie Zombies oder so gibt, die dann plötzlich so um die Ecke kommen und dir ins Gesicht essen. Es muss nicht sein. Ich meine, wir haben es schon schwierig genug. Ihr seht ja, auch ohne Zombies verende ich regelmäßig. Upsa, cool. Bisschen Fresskram. Von daher brauche ich nicht jetzt noch einen Zombie, der hier irgendwie um die Ecke schleicht oder irgendwas, irgendwelche besessenen Kaninchenroh. Okay, das sollten wir uns unbedingt auch noch machen. Eine Zeitung. Sieht so ruhig und friedlich hier aus. Das ist so. Das lässt mich etwas misstrauisch sein. Hier sehe ich nichts. Okay, hat voll gelohnt. Es gibt hier eben auch nichts in der Ecke, deswegen sehe ich auch nichts in dieser Ecke. Kontrollieren wir noch den Kleiderschrank. Der ist natürlich leer. Hier ist noch eine Zeitung. Nix. Ah, hier ist auch ein Kamin. Also bin ich wirklich so blöd gewesen. Okay. Das ist beruhigend zu wissen. Cool. Das ist sehr beruhigend zu wissen. Ich bin also einfach nur doof. Da mal reingeguckt. Kontrollieren wir noch die Schubladen. Neue Socken könnten hoffentlich besser sein. Wir haben ja jetzt ein bisschen Übersicht geschaffen in der letzten Folge, beziehungsweise nach der letzten Folge. Und Anfang dieser Folge eigentlich. Ja. Daher hoffe ich, dass wir wirklich jetzt wieder sehen, was wir wirklich neu dazu bekommen haben und was nicht. Und... Oh, alter Schwede. Best be prepared for anything. Boah. Hey Kumpel, hast du irgendwas für uns? Hast du mal eine Mark? Nur eine Mütze. Diesem komplett angezogenen, nicht verfrorenen Herrn können wir nur eine Mütze entreißen, obwohl er auch hinten noch einen Rucksack trägt. This pack is getting kind of heavy. Upsa, der wird schwer. Sollten wir mehr essen? Upsa, wir sind überladen. Ja, aber wir haben halt nichts, wo wir uns jetzt... Oh, Manu. Komm, wir essen mal irgendwie so ein Reh. Ja, das ist es nicht, das bringt es nicht, aber so ein Sack. Oh, der Gott, der ist ja noch. Bringt ja noch mehr. Hier, ja, der bringt nicht so viel. Guck mal, den essen wir. Nimmt vielleicht ein bisschen Gewicht weg. Oh, wir müssen ein bisschen mehr loswerden an Gepäck. Wir haben jetzt so gehortet, dass es fast ein bisschen unangenehm ist. Überladen. So lässt es sich auf jeden Fall nicht wegrennen, denke ich. Wir essen mal, was wir können. Alles so an Kleinkram. Verputzen wir mal so ein bisschen. Den essen wir auch noch. Nom, 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 nom. Den legen wir mal ab. Den Salzcracker essen wir eh nicht. Komm, erstmal noch den Schokoriegel. Nom, nom, nom. Und dann gucken wir mal, was wir an Kleidung jetzt noch bekommen haben. Kleidung. Wollmütze. 0,5. Wollmütze. Ist unsere, glaube ich, wesentlich besser. Eins, genau. Socken. 0,7 waren unsere auch besser. Genau. Einfacher Wintermantel. 2,2 Grad. Oh. Oh. Und eine Jeans mit 0,8. Ist unsere besser. Ich würde sagen, wir machen mal die Sachen wieder kaputt. Dass wir nicht so viel rumschleppen müssen hier. Ich hoffe, es wird dadurch besser. Ich weiß es nicht. Ich will nicht so viel mitschleppen. Aber ich kann auch irgendwie nicht Nein sagen, weil wir eben noch nicht sesshaft sind irgendwo. Es ist jetzt nicht so... Ich finde, es ist auch nicht so, dass man in dem Spiel hier so wirklich sesshaft sein kann im Moment. Also zum Anfang zumindest nicht. Einfach weil, ja, die Sachen drumherum sind dann abkontrolliert und dann muss man sich eigentlich schon weiter auf den Weg machen und immer wieder zum selben Ort zurückzurennen wird dann schwerer und schwerer. Gerade hier in der Umgebung finde ich das auch gar nicht mehr so wieder, habe ich das Gefühl, wenn ich mich da auf den Weg mache. Wo ist es denn? Die Daunenjacke. Tam, tam, tam. Ich sag, das ist... Hierher finde ich doch nicht nochmal. Von daher brauche ich es eigentlich auch nicht hier ablegen. Wie schwer sind wir jetzt? Immer noch überladen. Erste-Hilfe-Zeug. Antiseptikum. So viel Antiseptikum. Das braucht man eigentlich alles nicht so in dem Maße. Aber... Wenn ich es jetzt abschmeiße, brauchen wir es doch. Bin paranoid. Ich bin sehr paranoid. Ich weiß.
sollten wir doch wirklich mal das, was wir nicht benötigen, absetzen. Ich meine, überladen können wir uns eh nicht fortbewegen, großartig. Also wenn da ein Wolf kommt oder so, hat sich's erledigt mit Wegrennen. Salzcracker als riesiges Teil. Ah ja, komm, wir geben dem was mal. Komm, vielleicht lebt er dann wieder. Wir teilen mal ein bisschen mit ihm. Salzcracker ablegen. Bohnen kalt und geöffnet. Das ist voll gut. Schokoriegel. Energieriegel ist voll gut. Das auch. Alles, was mal unter 250 bringt, das setzen wir mal ab. Es ist nicht so viel. Doch da. Ablegen. Zwei Dosen. Ablegen. Regegard und das. Okay. Dann kriegt er von uns. Da haben wir alles an. Was können wir dem noch geben? Antiseptikum. Drei heben wir mal auf. Nö. Obwohl, komm. Eins legen wir noch ab. Dann passt es. Der Typ hat ganz viele Sachen bei sich. Kann also wieder zu leben erweckt werden. Theoretisch irgendwann eines Tages, nicht von uns. Ich halte nichts von Zombies, wie gesagt. Ein neuer Sturm ist aufgezogen, das finde ich ganz, ganz, ganz große Klasse. Aber sind wir jetzt wieder überladen? Nur ganz knapp. Wir sind's nicht. Trinken wir auch gleich mal. Damit es so bleibt. So. Ja, jetzt die Frage, wie kommen wir wieder aus diesem Sturm raus? Ich glaube, das wird eine Folge zwischen einem Wechsel zwischen hinlegen und durchsuchen. Irgendwie lege mich nochmal 2 Stunden hin und hoffe, dass dieser scheiß Sturm vorbeigeht. Ich möchte weiter. Dahinter unserem Haus war noch ein weiteres. Das will ich mir noch angucken. Doch dazu müsste es besseres Wetter sein. Aus welcher Richtung kamen wir denn? Kamen wir von hier? Nein. Ich glaube, wir sind von hier gekommen. Wieder mal durch die Küche. Ich bin gespannt. Hier war doch noch irgendwo ein Haus. War es da hinten vielleicht? Oh fuck, ey. Ich hoffe, das ist nicht wieder blöd von mir, hier einfach rauszurennen. Nee. Noch können wir ja zurückrennen, wenn es sich nicht ergibt, dass wir hier gleich wieder was finden, ne? Oh, voller Wind. Und eine verschneite Straße. Bis jetzt sieht es nicht so aus, als ob hier nochmal ein scheiß Haus kommt. Wir hatten doch noch ein Haus gesehen gehabt. Das war bestimmt eine andere Richtung. Ich hab's wieder mal verpeilt. Wie ich so bin. Hier mal in das Auto. Da ist nicht ganz so kalt. Bisschen Beef. So. Steigen wir noch kurz hinten ein, gucken, ob da noch was ist. Es hat unheimlich gelohnt, aber durch diese Scheiben kann man wenigstens mal gucken. Ich glaube, wir rennen nochmal zurück zu dem Haus. Der Sturm ist einfach zu massiv, als dass wir da zu weite Reisen machen könnten. Außerdem will ich eigentlich noch dieses eine Haus mitnehmen, was dort in der Nähe war. Diese Bippusse sehen am Anfang immer aus wie irgendwelche Wölfe. Aber es ist wirklich nur die Straßenbegrenzung. Ich hoffe, wir finden es gleich wieder. Hier noch nicht. Da kam erst das Schild, genau. Boah, was für ein Sturm. Das ist echt ein bisschen übertrieben und heftig. Da sehe ich nichts. Und hier so war irgendwie das Haus zu sehen, aber da hinten. Ist es das? Ich glaube, das ist es, was wir gesehen hatten. Gehen wir hier rein. Oh, in so einem Haus waren wir, glaube ich, noch gar nicht. In so einem blauen.
In der Tankstelle. Ich glaube, eine Tankstelle hatten wir noch nicht. Vielleicht sollten wir uns hier einnisten. Ich mag Tankstellen. Oh Gott, außer es ist wieder sowas mit einem Wolf drinne. Oh, bitte nicht. Bin gespannt, ob hier auch wieder so ein Wolf drin rumhaust. Wie bei dem großen Gebäude. Wir gehen mal durch alles durch. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Kein Wolf weit und breit. Okay. Dafür viel, was man durchgucken könnte. Und untersuchen könnte. Sicher, dass hier kein Wolf ist? Ich bin paranoid. Guck lieber nochmal um die Ecke hier überall. Kein Wolf, kein Wolf. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sieht das aus, als ob wir hier gut Pause machen könnten. Dann in der nächsten Folge durchschauen wir mal alles, was es hier so zu finden gibt. Und dann gucken wir mal weiter. Von daher bleibt dran. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.